rausgehen, die Kamera in die Hand nehmen und fotografieren. Weil gestern, heute spielen wir den Photography Simulator. Die Demo-Version. Und willkommen zu einem neuen Netztest. Der Fotografen Simulator. Ich glaube, wir klicken auf Play und auf geht's. Rein in den fotografischen Spaß. Jetzt lernen wir mal, wie wir fotografieren. Über geniale Bilder schießen. Willkommen beim Photography Simulator. Hätten Sie RMB gedrückt, um das Werkzeugmenü zu öffnen und die Kamera auszuwählen. RMB, das ist dann okay. So, LMB um. Rechte Maus-Button, weite Maus-Button, Left Maus-Button, linke Maus-Taste, rechte Maus-Taste. Hätten Sie die linke, rechte Maus-Taste gedrückt, um ein Werkzeug zu öffnen und die Kamera auszuwählen. Sie auf die linke Maus-Taste, um die ausgewählte Kamera zu verwenden. Dann zeigen Sie auf das Denkmal über den Kanal, klicken Sie neu auf linke Maus-Taste, um ein Foto zu machen. Sie können die Kamera an sich verlassen, indem Sie die Escape-Taste drücken. Okay, Suchplan. Beste Freunde. Aha. Das mache ich so hier. Smartphone. Aha. Ah, hier war es gut. War ein bisschen. Ich fokussiere auf den Bumbern. Oha. Am oberen Rand des Bildschirms sehen Sie einen Kompass. Das darauf angezeigte Symbol zeigt die Richtung an, der Sie befolgen müssen, um das Ziel zu erreichen. Aha. Schrittinfo. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oha. Das ist doch ein nice Foto. So kommen wir raus. Und hier noch was Tolles zu fotografieren. Stehen werden. Entschuldigen Sie, ich muss Sie mal ins Gesicht filmen. Es war ziemlich dunkel. Ich mache Fotos von Menschen. Entschuldigen Sie, nur einen Moment. Wir haben ein sehr unterbelichtetes Bild. F-Talk to Characters, ah, okay. Können wir hier mal reden? Gar nicht wirklich hier das Spiel. Hallo Zweck, schön dich zu sehen. Aber Ilsa ist auch schön dich zu sehen. Ah ja. Also, was denken Sie, der Titel Associate Park Service Worker passt gut zu mir, oder?
Seit wir Kinder waren, würdest du in Parks arbeiten. Ich freue mich sehr für dich. Was für random Dialoge. Natürlich ist das saisonal, aber ich liebe es schon jetzt. Vielleicht könnte ich eines Tages Förster im Park oder sowas sein. Aber genug von meinem neuen Job. Erzähl mir alles über diesen Fotowettbewerb, von dem du geschrieben hast. Der Hauptpreis ist eine Reise nach Alaska, wo der Gewinner mehrere Wochen lang von einem professionellen Fotografen betreut wird. Klingt großartig, ich wette, du wirst gewinnen. Ich weiß es nicht, ich habe nicht einmal eine anständige Kamera. Machen Sie sich keine Sorgen. Okay, gerade haben wir noch seit Kindheitstagen von Kindheitstagen berichtet, dass sich leider nicht gesiezt. Okay, interessant. Sie können sogar mit Ihrem Smartphone-Kamera ein bisschen Geld für Aufträge verdienen. Sie werden sich etwas Besseres kaufen, bevor Sie jedes preisgekrönte Foto machen. Weiter. Kommen Sie jetzt mit mir. Ich brauche ein süßes Foto am ersten Tag meines neuen Jobs. Es wird ein gutes Aufwärmen für dich sein. Okay. J-Taste, Journal mit Aufgabendetails. Wählen Sie die Mission Ziel schießen aus und klicken Sie auf die entsprechende Taste, um sie zu starten. M-Taste, Karten, die Position und Ziel der derzeit verfolgten Mission angezeigt. Fahren Sie fort, Mission auf Ihrem Journal zu. Okay. Beginnen Sie mit dem Verfolgen der neuen Mission. I showed some of the finalists to a buddy of mine, and he's convinced the lady. Aber das sie? Esa. Schieße auf das Ziel. Nee, lieber nicht so. Bisschen Porträtfoto. Oh, mit Hundi. Hey, guess what? I've decided to enter this photography contest I found online. The prize? A trip to Alaska for a wildlife photography course. Can you believe it? Just the thought of capturing those majestic landscapes and wildlife. Das wird nochmal gesprochen. Dieser Teil des Parks wird französische Garten genannt. Wie Sie sehen können, ist sehr genau geplant, geometrisch. Und wie gesagt, ziehe ich an der Bereiche vor. Sicher wird zu formal. Das ist zu symmetrisch. Sie können hier ein Foto von mir machen. Bitte achten Sie darauf, mein Gesicht aufzunehmen. Ich habe eine Frage. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wie wählt man den richtigen Schuss für ein Foto aus? In Ordnung, das wäre alles, danke. Sie müssen die Kamera auf das richten, was Sie fotografieren möchten. Sicherzustellen, dass es klar sichtbar ist. Ach was. Normalerweise ist es am besten, wenn Ihr Ziel in der Mitte des Fotos. Ja, kann man sich darüber streiten. Sie können auch die Linien verwenden, die auf dem Kamerabildschirm sichtbar sind. Das Ziel sollte gut aussehen, wenn Sie auf diesen Linien oder Ihren Schnittpunkten platzieren. Wenn Sie etwas mit einem Gesicht fotografieren, das zum Beispiel ich, wenn zum Beispiel ich, sollte es ungefähr in der Mitte des Fotos schauen. Ah ja. Mach auch noch ein Foto. Okay, mein Charakter arbeitet die ganze Zeit. Okay, in der Mitte will sie sein. Dann machen wir das so. Fotodetails, Hold Tab. In der Kameraansicht halten Sie die Tab-Taste gedrückt.
das letzte Foto und seine Bewertung zu sehen. Da können Sie verschiedene Statistiken sowie Tipps und Verbesserungen in der Punktzahl sehen. Je besser Ihre Fotobewertung ist, desto höher sind die Belohnungen für das Abschießen. Abschließen der Aufgabe. There's this one spot in the park where the light is just perfect in the mornings. Spring tips is getting up. Oops, gallery. See. Okay, letzten Mal ganz okay. F. Muss doch irgendwann auch mal ein A-Foto machen. Das ist nun sehr falsch. Aber Schärfe ist auch hier. Fokussieren natürlich auf das Gesicht einfach mal so unscharf. Wie war das? Auch ein C-Foto. Ich zeige ihr das, was er vorhin heimlich. Ja, das hier können wir zeigen. Gesicht. Rundbewertung 99,34. Okay. Mein Gott, du bist wie ein wortwörtlicher Magier. Sieh so stabil aus. Ich muss es jetzt sofort auf meinem Fotogramm sehen. Und jedenfalls denke ich, es hat so viel Spaß gemacht. Aber jetzt muss ich wirklich zurück zur Arbeit. Ich denke, Sie sollten Ihr Aufwärmen fortsetzen. Prüfen Sie jeden verfügbaren Kameraparameter in Ihrem Telefon. Wir werden Sie anrufen, um Ihnen zu helfen, sich zu erinnern, wie diese Dinge funktionieren. Klingt nach Spaß. Okay, so ist es überblättert. Wenn Sie etwas brauchen, werde ich in der Nähe des französischen Gartens sein. Entopen the map and view optic tips destinations. Geht zu Calcuta. Ah, da drüben. Ich schnappte hier auf dem richtigen Weg. Oh Gott. I'm not just taking pictures, I'm telling tales. Ah ja. Sie ist Geschichte mit dem Fokus. Ist klar. Was finden Sie? Ob ich das richtig gelesen habe. Du bist da großartig. Wie du siehst, ist. Jetzt bin ich geduzt auf einmal. Okay. Sind wir bei du? Nach dem ersten Foto hast du knistern. In Ordnung. Bin ich dafür. Du siehst, ist es dort ein wenig dunkel. Also könnten die Aufnahmen aufgehellt. Also könnten deine Aufnahmen aufgehellt werden müssen. Okay. Das können sie tun. Jetzt hätte ich wieder gesiezt. Nehmen Sie die ISO Ihrer Kamera anpassen, probieren Sie es aus. Schicke mir das Foto, wenn du fertig bist, damit ich dann für dich Feedback geben kann. Es zu progressen, Kameraparameter so und unlocked. Es ist teilweise übersetzt. Mit Camera Repass H2C Hold Changed Unlocked Parameter. Das Mouse Code Change the Speed of Parameter Change. Das R to Switch. Den Parameter Change Modes. H und M. Macht sein Bild von dem Brunnen im schattigen Bereich. Aha. Okay. H und R.
C-Scroll. Ach, hier können wir die ISO-Werte anpassen. Wird hier überbelichtet. Ich würde sagen, so, oder nicht? Sieht doch jetzt in Ordnung aus. Was meinst du? Muss der Weg davor stehen, so. Ja, gut. Ein Meter, Millimeter. Wo soll ich stehen? Hier. Ich hab doch schon früh gemacht. Ist das woanders hin oder? Ah, ich würde mal hüpfen spielen. Ah, ja. Günstige Kameras, Speicherkarten und Batterien. Sie von allen Menschen sollten dies wissen. Okay. Gibt es Parkgäste, die die Hilfe eines Fotografen benötigen? Ein Fotoladen mit mitten in einem Park. Seltsam. Auf Wiedersehen. Sie von allen Menschen sollten das wissen. Üblich, so redet man miteinander. Üblich. Ja, man kann sagen, dass ich in dieser Angelegenheit gut informiert bin. Kommen dann natürlich in natürliche Dialoge. Die alte Dame in der Nähe des Schachbretts sieht heute verärgert aus. Sie braucht wahrscheinlich Hilfe. Und das ist dieses, und da ist dieses Mädchen auf der anderen Seite. Der Brücke, das verzweifelt versucht, einige Eichhörnchen anzulocken. Sie möchte vielleicht ein Foto, schätze ich. Also, der Wokers near the Bethesda, there was some, okay, preparations for the big Chinese festival. They might need some help, for the photo shoot may not be what they are looking for. Danke, kein Problem. Na dann. Mach ich mein Bild im Schatten. Der gar nicht mehr so schattig ist. Okay, ich muss hier wirklich, dran gehen. Perfekter Winkel für ein gutes Foto. Okay. Ich habe es mal ein bisschen heller gemacht, was wahrscheinlich. Ich würde mal noch eins so machen. Das ist so ein bisschen dunkler, aber. So, was mach ich jetzt? Schick das Foto an Elsa. Pen Journal, schick das Foto an Elsa. Send Foto. Kein Foto ausgewählt.
Ich darf ein bisschen nehmen. Okay, 95,8%. Ja. Das ist gut genug. Ich habe gerade ein Foto erhalten. Mal sehen. Schön. Ich denke, du hast es richtig gemacht. The picture is nice and brighter for it has some ISO noise. You can help that without better camera. Lassen Sie die Dinge mit dem Zoom abschließen. Diese Option scheint auf dem ersten Blick einfach zu sein. Richten Sie einfach die Kamera auf ein fernes Objekt und zoomen Sie heran, um es näher zu bringen. Naja, es ist ein bisschen nuancierter. Wenn du willst, kann ich dir mehr über den Zoom erzählen. Komm zu mir, wir werden darüber sprechen. Zurück zur Sache. Nicht weit von der Pergola entfernt ist ein Hügel. In vielen süßen Vogelhäusern, die in den Bäumen hängen, versuche ein Foto aus der Ferne zu machen, das eine einzelne Box zeigt. Der Zoom wird dabei sehr hilfreich sein. Denn wenn du dich dem Baum näherst, müsstest du die Bilder in Boxen von unten aufnehmen. Solche Aufnahmen sind nicht sehr professionell, außerdem könnte die Vögel erschrecken. Ein Foto vom Vogelhaus. Ah ja, dann machen wir das mal. Da drüben. Und mit Zoom. Machen wir das. Okay. Zoomen wir ran. Na, diese 400, ihre 200 würde ich sagen. Geht das schon, oder? Nee, es geht noch nicht. Ich muss noch näher ranrücken, um das Zoom zu machen. Naja. Ein Foto vom Vogelhaus. Okay, ich kann die auch ganz wegbegeben und dann so benutzen. Okay, eine Aufnahme. Schicke das Bild an Elsa. Naja, das bestimmt ist das nicht. Incoming Call. Super. Obwohl du es eine ganze Menge Vogelhäuser auf dem Müll gibt, hast du es geschafft, nur ein einziges zu fotografieren. Wie es verlangt war. I've saved. Das sind wahrscheinlich alle Spielereien, die du in der aktuellen Kamera rausholen kannst. Du wirst ein neue brauchen, um bestimmte Funktionen zu erlernen. I've saved some money. But I don't know if I can afford a new camera yet. In that case, I will transfer you some money for the photo you took of me earlier. Don't even try to refuse. If you are to become a professional photographer, then start getting used to accepting payment for work. Next. Nearby there is a store of photographic equipment. Don't ask, I don't know where it came from. Go see if
You can afford a new camera. I have to go now. Don't forget to show off your new equipment if you buy it. I'll be in the Professor Terrence Trace underpass. It's on the other side of the canal. See you later. Ah ja, wir machen jetzt die Sprache, zwei Sprachen. So. Okay, Handel. Was haben wir denn hier? Speicherkarte, Digitalkamera. Kaufen wir mal die Digitalkamera. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Wieso, das geht nur eine Speicherkarte? Auf Wiedersehen. Ist die hier irgendwo? Am Bethesda Towers. Du bist doch nicht von Bethesda, oder? Willkommen im Land. Zu dem Namen. So, bitte eine Brücke. Wollte ich mal gehen. Overlook Bridge. Ich will es nicht wissen, warum die Brücke so heißt. Ich frage gar nicht. Dann gehe ich mal meine Kamera schon. Die Zeit von meiner neuen Kamera geben. Ein bisschen durch den Grund spazieren. Nicht, dass das erlaubt ist. Hier dürfen wir nicht. Anwischen. Hier kommt der nächste große Name der Fotografiewelt. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Zwecken? I bought a normal camera, finally I don't have struggle with this old smartphone. Oder wie wählt man den richtigen Schuss für ein Foto aus? Oder welchen ISO-Wert soll ich für mein Foto wählen? Oder erzähl mir über Zoom. Ich will mit deiner Full-Arm-Kamera angehen. Not bad. Full manual mode. You know have control over focus, aperture and shutter speed. Juhu. Focus is fairly straightforward. You simply choose the distance you want to want the sharpest in the photo. By increasing the aperture and shutter speed, you will increase the brightness of the photo without adding any ISO again. But a high aperture can make it difficult to set the right focus and long exposure time leads to motion blur. You learn to choose the right way to brighten your photo for the situation. Now let's try out this new camera of yours. I stay here, you get the other side of the underpass and stand by the wall. From there, take a close-up photo of me with good lighting. It will look interesting if I am framed by columns like this. Okay, hier drüben soll man hingehen.
Take the picture of Elsa through the arcades. Das ist ein bisschen spannermäßig. Mit der richtigen Kamera ausgewählt. Fokus. Also jetzt müssen wir ranzoomen. Gut, ja. Oh no. Okay, so passt das schon eher. Muss es den Lighting noch anpassen. Das wird C und... Aha. Haben wir die ISO nochmal eingestellt. Ich hier noch. Das ist ja vergessen Tutorial. Muss kommen. Reicht das schon? Nee, wahrscheinlich nicht. Zieh und scroll. Mein ISO 200 ist doch eigentlich eine sehr gute Sache. Jetzt müssen wir noch ein bisschen fokussieren. Durchhalten. Das muss hier hinten stehen wahrscheinlich. Okay, das reicht wohl noch nicht. Hier soll ich stehen. Die Kamera. Ist aber nicht scharf. Jetzt muss ich noch ein bisschen... So denke ich. Ist cool. Oh Gott.
Skript noch einschalten. Also ich bin in der Mitte sein. Ah, sehr schön. New Toys. Ah ja, was auch immer. Ich würde sagen, wir haben das. Ich habe gerade ein Achievement dafür bekommen. Damit lasse ich es, damit lassen wir es gut sein. Aber zum Schluss ein sehr belichtetes Bild. Jetzt seid ihr alle blind. So, Fotogalerie. Ja. Das ist ein D-Foto, ja. Fantastisch. Das Ganze können wir jetzt auch noch. Und ganz dunkel machen. Nee, ganz dunkel geht das nicht. Doch geht's. Nehmen wir hier mal. Plus Größe stellt sich ein bisschen als schwierig heraus. Also Störung ist noch so ein bisschen ja. Auch potten hässlich. Pop of Building, Take a Photo Shows, Pigeon. Okay, interessant. Ja. Wir können auch ein schwarzes Foto machen. Komplett in schwarz. In Überwachungskamera. Und so macht man es nicht. Ja, gut, in dem Sinne. Ausgang. Quellen können wir uns nicht angucken, damit wir nicht sehen, wer dann schuld ist an diesem Spiel. Ja. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Haben wir auch schon fast 40 Minuten mit voll geredet. Oh Gott. Ja, man sieht sich im nächsten Video, im nächsten Let's Test oder Let's Play Video. Bis dahin. Ciao, ciao.